Hope you had a good night's sleep. You've been doing real well since you arrived. Keep up the good work. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren entspannten Runde. Wobei, so entspannt ist das immer nicht. Weil irgendwie droht schon wieder der Angriff der Killerunkräuter. Ist eigentlich nur beschäftigt damit, dem Gezeugs hinterher zu rennen. Aber naja, was soll's. Ich war mal unterwegs. Hab noch ein bisschen Material eingesammelt. Nicht viel. Aber immerhin ein bisschen. Des Weiteren habe ich mal hier umgebaut. War jetzt gar nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Weil dadurch, dass mir ständig überladen ist, ist man auch entsprechend langsam unterwegs. Ja. Gut, das haben wir abgewehrt. So, die Beete habe ich vorher schon abgeerntet, weil gestern war ein kompletter regnerischer Tag. Und da dachte ich, okay, den nutze ich einfach mal, um hier zu rücken und zu machen. Ja, Plan sieht aus wie folgt. Ich ärgere mich ja immer, dass ich so einen weiten Weg habe zum Gießen. Ich würde die Beete gerne hier weiter vorne hinstellen. Darum habe ich alles hier hintergerückt. Die Scheune ist jetzt bestückt mit den Sachen, die vorher draußen standen. Hier sind unsere Pressen. Zapfzweigöl. Wie viel haben wir denn jetzt? Komm, dann. So. Nutzen wir mal die Chance, dass wir so viele Pressen haben. Sollen ruhig mal produzieren. Was machst denn du hier? Hab nichts zu essen für dich. So. Einfaches Futter. Naja. Die tun mir immer so leid, die hier sind. Da, guck. Da, bitte. Lass dir das schmecken. Hm? Ja, aber ich muss da rausgehen, sonst zertrete ich dich. So, ansonsten, was haben wir denn sonst noch? Ach, wir können noch so viel bauen. Eisenteile. Keine Ahnung, wo wir das Chromasiusöl herkriegen. So weit bin ich noch gar nicht. Ich habe noch ein bisschen Eisen von unterwegs mitgebracht. Wir können auch eine weiße Farbe herstellen. Achso, die brauchen wir ja für die Gläser. Stimmt ja. Also für die Lupen. So, was haben wir denn sonst noch? Grüne Farbe, himmelblaue Farbe. Orange. Violette. Und noch rosa. Neues Rezept. Braune Farbe, türkise Farbe, orange Farbe, bronze Farbe. Du Heiliges. Du kriegst die Jacke nicht zu. Bisschen Bronze. Bisschen Türkis. Braun. Himmelblau. Haben wir sie alle mal immer hergestellt? Rosa noch? Gott. Wie vielen Farben? Nochmal rosa Farbe. Ist doch immer noch hier. Bettelfritze, du bist satt, geh. So, hier sind praktisch die Grundfarben. Und aus den Grundfarben gibt es dann die gemischten. Oh Mann.
Aber anderes Glas können wir jetzt nicht herstellen. Hätte er jetzt vermutet, wir können noch anderes Zeug herstellen? Okay. Aluminiumrahmen, farblose Linse. Blaue Linse. Zappenzweigöl. Ey, das flutscht nur so, ja. Aha. So. Dann lasst uns mal schauen. Pettelfritze. Was sagt denn das Wetter? 2 Tage, dann ist Regen. Und erstmal keine Angriffe geplant. Das macht sich natürlich gut. Dann gießen sich die Beete nämlich von alleine. Ich würde sie nichtsdestotrotz jetzt schon mal umrücken. Zwar würde ich die so hinpacken, dass wir hier vorne eine ganze Menge davon haben. Und so, dass ich noch durchgehen kann. Ja. Gut, aber erstmal Taschen leer machen. Weil unser Wohnhaus braucht ja auch noch Platz. Ja, also ich habe hier hinten mal ein bisschen umgeräumt. Lagerstruktur im Großen und Ganzen. Immer noch so chaotisch wie vorher. Eine Kiste für Alu. Da haben wir nichts. Nochmal Alu, Alu, Alu. Hier ist noch nichts. Hier kommt alles rein, was Eisen oder Stahl ist. Haben wir noch ein... Guck mal, wir haben noch Alubahn übrig. Mal in die Kiste. Komm rein. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob man die Kisten wirklich hier drinnen bauen sollte. Aber ich finde das halt sehr übersichtlich. Auch wenn ich mich daran gewöhnen muss, wo was drin ist. So, hier waren die Steine. Ach, die habe ich unterwegs schon rausgeschmissen, weil sie zu schwer waren. Dort war Lehm und Kohle, haben wir auch nichts mit. So, dann haben wir hier die ganzen Pülferschen. Ups. So. Und die ganzen Linsen. Und Fasern. Und noch Stroh? Nee, ne? Würzel, Wimmerzelöl. So, was von den Bäumen? Ja, das ist auch so ein ganze Menge Zeug, was zusammenkommt. So, da haben wir jetzt die verschiedenen Farben. Keine Ahnung, was wir mit den vielen Farben anfangen wollen. Ich kann ja nicht jeden Tag meine Karre umlackieren. Kommt ihr mal raus. Rosa Farbe malt alles zitrinbraun an. Okay. Wenn es das Ding sagt, wird es schon stimmen, oder? Da haben wir die Farben. So. Hier kommen die ganzen Öle rein. Haben auch mittlerweile so viele. Hier kommen die Bärchen rein und die Sachen. Und das Mürzelzeug. Das ist alles das, was geerntet ist. Hier kommt der Klipperin. Was ich mich so wundere ist. Hier können wir die Farbdinger mit hier reinpacken. Haben wir jetzt das ganze Zappenzweigzeugs alle gemacht? Vermute ich mal. So. Holzkiste. Hartholz ist hier. Gut. Ich sage, sind die Taschen einmal leer, oder? Gut. Ja, der Tag ist schon mal gleich um. So, und wenn mich nicht alles täuscht, wenn ich mich nicht... Da... Wenn ich mich nicht vertan habe,
kriege ich alles an Material wieder, was ich für die Beete brauchte. Spätestens, wenn wir jetzt nicht wieder 4 Beete aufstellen können, dann wissen wir, dass es nicht alles Material wieder gibt. So, wir haben alles. Bin ich ja mal gespannt, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ein Beet, 2, 3 und noch nicht alles wieder. Es gibt doch nicht alles wieder. So, was brauchen wir denn noch? 8 Lehmpflanzenfaserholz. Lehmpflanzenfaserholz. Mal gucken. Ob ich sie wiederfinde. Lehm müsste hier demzufolge sein. Lehm. Da oben. Pflanzenfasern. Und Holz. Normales Holz. Gut, überladen, ich weiß. Ja, also ich hätte gedacht, man kriegt alles wieder, aber vielleicht ist das so random, ich weiß es nicht. Mal klappt's nicht. So. Fällt mir das gar nicht, dass hier die Lücke dazwischen ist. Gott, nicht wieder abreißen. Mal Lehm, 8 Holz. Also eigentlicherweise kriegt man alles wieder. So. Immer. Und dann können wir hier gleich mal wieder, lass das Licht an, sonst sehen wir ja nichts. Wieder befüllen. Wir können jetzt ein ganzes Beet von den Zapperzweigen machen. Hab noch nie im Leben vom Zapperzweig gehört, aber so, haben wir. Nurzels sind nur noch 22 übrig. Aber da haben wir ja, ich glaube, hinten in unseren Behältern noch. Oh. Das sollte eigentlich nicht passieren, aber naja. Muss ich bei der nächsten Ernte aufpassen. Und dann packen wir die. Sachen einfach mal mit hier rein. So, blaue Beeren. Vielleicht können wir ja am Ende so viel herstellen, dass wir gegebenenfalls auch was verkaufen können. Hey. Weil ich glaube jetzt nicht, dass wir immer ausreichend Material finden werden, um Geld zu verdienen. Ja. Gut, dann gieß mal. Irgendwie noch nicht die richtige Position gefunden, um wirklich effizient zu gießen. Falls jemand von euch eine Idee hat, wie man am besten da zielt und trifft, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Auch sonst Anmerkungen zu meiner chaotischen Spielweise jederzeit gerne. Was sind wir denn schon überladen? Wir haben so viel Zeug noch einstecken. Und lassen wir die anderen Beete machen. Mal schauen, wie viel wir noch machen können. Du sollst nicht aussteigen. Da. Da hat der Lehm nicht gereicht. Okay.
Na gut, Lehm kann man ja herstellen. 8-mal Lehm. 11-mal Lehm. Okay. Das sollten wir hinkriegen. Liegt ja rum. Wobei, Steine habe ich immer letzte Zeit immer rausgeschmissen. Weil die halt immer wie Blei liegen in der Tasche. Ja. Dudelum-bum. Ja. Gießen. Wichtig. Ab und zu klappt das mal, aber... Vielleicht muss das der richtige Winkel sein, ich weiß es nicht. Nein. That plant's all nice and watered. Ja, klar. So. Wenn die nämlich gegossen sind und erstmal kein Angriff. Wegen dem Ehen. Na gut, hier ist eh nichts drin. Kein Angriff zu erwarten ist, dann haben wir ja erstmal Glück. So, lass uns nochmal gucken. Wetter. In 2 Tagen ist Platzregen. Bis dahin ist ja was gewachsen. So, halt. Muss nochmal gucken. Hier war das Glas und Lehm. Was haben wir gesagt? 11 Stück. Dann nehmen wir das natürlich mit. Haben wir hier noch? Mürzelöl. Komm. Nur kein Leerstand. Nicht, dass die denken, die können sich hier ausruhen. Und Pflanzenöl. Zack. So, dann. Hey, du stehst immer noch hier. Ey, solche Battlefritzen. So, hier sind die Mürzels drin. Ja, sind die Samen drin. Da zieht das alles mit nach vorne und dann haben wir alles an einem Platz. Tadam, Tag 33. Morning. Hope you had a good night's sleep. I can't stop admiring those nice decorations you built yesterday. You've really got an eye for that kind of thing. Ja. Du hast immer leicht reden. Ich hab's Gefühl, da würde nicht alles aufheben. Dann kann ich dich wegsaugen. Nee, geht nicht. Wir wissen hier noch. Ja, wenn ich wiederkomme, dann bringe ich Wasser mit. Aber dann. Ist aber schon witzig, dass trotzdem irgendwie immer Unkraut kommt, auch wenn es nicht angemeldet ist. Da. Blauen Bären. Ja. Ja. Sind drin. Ja, ich bin überladen, ich weiß. So. Rote hier rein, weil ich muss ja dran denken, ich brauche das Öl ja auch für die Leckerlis, für die Tiere. Weil nur wenn ich in den ihrem Biom entsprechend Weizenbar. Haben noch gar keinen Weizen gemacht. Mal den Mist hier weg. Wie sollen wir denn hier arbeiten können?
Ja. Gesundheit, die macht den auch immer wahnsinnig. Ständig kommt die hier angekurft. Mürzels. Great job. Dabei hat sie nie was Gescheites. Gut. Extrem teure Deko-Gegenstände, die kein Mensch braucht. So. Und das füllen wir mal noch auf mit den Sachen, die wir haben. Und die blauen. Okay. Gut. Also, dann lasst uns mal das wieder aufbauen, damit wir hier nicht irgendwo Material verlieren. Nummer 1. Nummer 2. Hier ist Weizen drin. Dann nehme ich die Section wieder. Na. Ja. Und hier vorne waren die Mürzelchen drin. Weichholz, okay. Das können wir ja holen. Ist ja nur, damit wir die Samen reinkriegen. Ja. Obwohl, ich kann ja eine andere Kiste nehmen. Muss ja nicht die sein, oder? Holz. Mal einstecken. Ja. Gut, dann legen wir mal los. Mürzels haben wir nicht mehr. Wollen wir überhaupt noch Samen einstecken? Außer für die bunten Blumen? Hm, nö. Doch, für die blauen. Aber die können wir ja hinten reinschmeißen. Da. So. Was mich noch so verwundert ist, die rote Farbblume, das wächst nicht irgendwie. Vielleicht sind die ja angegriffen worden von den Killer-Dingern. Ich kann es nicht sagen. Und dann setzen wir die neuen hierher. Weiße Farbblume. Rote. 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 Blaue. Gut. Müssen eh Wasser holen gehen. Dann können wir das gleich mit erledigen. Warum denn nur? Ach so, ich habe das ganze Ölzeug noch einstecken. Ich muss hier nur einmal hin und her rennen. Man kommt zu nichts anderem mehr. Öl hier rein, Farben waren hier vorne. Da haben wir keine mehr. So. Glas darin. Bisschen Weizen. Was mich so traurig stimmt, ist, dass man aus dem Weizen nicht irgendwas Sinnvolles machen kann. Brot backen oder Kekse backen oder sowas. Haben wir keine mehr. Noch ein bisschen Öl. So. 6 Eisenbahn. Und das Holz raus. Na ja, du. Da. Die können aber auch auf den Lack gehen. Normalholz. Weichholz.
Hartholz. Ja. Ich sage, haben wir doch eine ganze Menge jetzt eingesammelt. So, hier soll ein größerer Lager sein. Ein Eisenbahn. Wollen wir mal gucken, wie viel Platz drin ist. 240. Cool. Dafür lohnt sich die Eisenbahn doch allemal. Ach, wir wollten Wasser holen gehen. Weil gerade das Aluminium und alles, wo ich so Unmengen davon habe, passen da ja gut in die in die Werkzeugschuppen rein. Dann seht ihr, ich rede vom Aluminium. Und bin schon wieder in der Nähe vom Aluminium. Und ich wollte doch eigentlich noch ein bisschen Welt erkunden. Also mir ist die Vorbereitung muss gemacht sein. Und man baut ja nun nicht jeden Tag um, hoffe ich. Weil da geht ist ein kompletter Ingame-Tag drauf gegangen, nur um so ein bisschen von A nach B. Ist am Ende ärgerlich, weil das ja von der Zeit abgeht, die man die Welt erforschen kann. Ich nehme den Stein immer mit. Die ist halt schon leer gemacht. Da habe ich mitten in der Welt irgendwo noch eine Kiste stehen, wo ich mal das ganze Holz rausgepackt habe. Fragt mich auch nicht, wo. So, die sind gefüttert, dann haben die zumindest. Achso, ich wollte Wasser. Ich wollte Wasser holen. Tja, wieder der Tag ist schon wieder. Einfach so weg. Los, komm. Ja, und die nächste Aufwertung brauchen die Eisenteile und das komische Öl. Und ich weiß nicht, ich wüsste nicht mal im Ansatz, wie man das Öl herstellen sollte oder habe nicht mal eine Idee, weil die Namen sind alle so. Habe ich das Wasser drin? Ja. Weil die Namen sind alle so skurril. Guck mal da, eine Muschel. Hallo. Na prima. So. Muss man noch was gießen? Ja, hinten die Pflänzchen. Was war da? Der nächste Tag war der Regentag, oder? Da gieße ich jetzt hier mal nicht. So, dann gieße mal nur die. Wenn es sowieso regnet, warum soll ich mich da jetzt zum Hannes machen? Naja. Wir haben da erst früh gegossen. Wir brauchen doch den Bewässerungsschlauch. Naja. Egal, los, komm. Schlafen. Wo ist unser Bett? Ach, da. Ist völlig woanders. Gut. Dann, let's go. Ah, seht ihr? Good morning, sleepyhead. I can't stop admiring those nice decorations you built yesterday. You've really got an eye for that kind of thing. Was denn, ich muss alles bewundern, ist auch unglaublich, oder? Ah, ja. So. Aber jetzt wirklich hier die Muscheln hier rein. Nur schnell die Taschen ausgepackt und dann ziehen wir nochmal los. Ich brauche echt eine Müllkiste. Ist da was?
Gott. Ich hab eine Müllkiste. Bau den Funkturm. Die Frage ist, wo? Erreiche einen Ort mit gutem Signal. Ich weiß, er hat mir vorhin irgendwas gesagt. An der Stelle. Oder gestern. Irgendwo hier bin ich rumgeturnt und da hat er zu mir irgendwas gesagt. War das hier? Hier wäre ein perfekter Platz. Da können wir ja mal schauen gehen. Die Frage ist, was braucht er für den Funkturm? Ich habe bisher noch keine Blaupause für einen Funkturm gesehen. Grill. Vielleicht müssen wir es ja erst freischalten. Hier, Frau Händlerin, hast du eine Idee? I bet I have just the thing you need. Ja, ja, da könntest du dich täuschen, weil wir brauchen nur einen Funkturm. Den hast du scheinbar nicht. Nö. Take care. Take care, genau. Aber dann lasst uns mal dahinter gehen. Das ist mal ein Tagebuch. Ah, jetzt. Jetzt zeigt er mir ja den Punkt an. POI. Okay, gut. Schön zu wissen. Wieder was herausgefunden. Hatte ich jetzt so nicht auf dem Schirm. Na dann. Auf nach oben. Was das Schöne an dem Regen ist? Ich muss zu Hause nicht gießen. Ich muss zu Hause nicht gießen. Auch so ein bisschen mehr Eisen wäre trotzdem cool. Die Snorksons wollen saures Futter. Der ist satt. Ja. Ah, you scared it. Ja, hab ich nicht. Ah, komm, wir können mal Wasser nochmal voll machen. Cool, im Wasserfall. Das sieht aber auch extrem hübsch aus. Leider können wir... Oh, guck mal da. Wieder ein Schatz. Also wenn das die, wenn das Schätze sind. Ich hab da jetzt irgendwie nie wirklich drauf geachtet. Aber ich gehe einfach mal davon aus. So ein bisschen Eisen wäre so verkehrt auch nicht.
Händler reist ab. Was interessiert mich der Händler? Die Kristalle nehmen wir aber mit. Oh, Eisen. Ich hab Eisen gesehen. Das zum Thema, wir wollen mal schnell gucken wegen dem Turm. Aber Eisen ist irgendwie so wichtig. Und so wenig da. Also im Vergleich zu Kupfer oder Alu ist das schon ein sehr rares Erz. Das Schöne ist, der Regentag ist ja schon doch fast um. Oh, guck mal. Gleich zweimal. Da wäre es vielleicht günstig, wenn ich diesmal über Nacht hier bleibe. Erstens bin ich dann schon hier beim Erz. Und wir haben ja die Tiere schon gefüttert. Demzufolge sollte ein höherer Loot-Respawn da sein. Schnurzels, Schnurzels. Oh, okay. Dann schauen wir uns mal das Plätzchen an. Ja, also Eisenerze sind sehr, sehr selten. Ach da. So, Bereich muss. Ey, fange an, einen Funkturm zu bauen. Oh Gott. Das wird eine längere Aufgabe. Fünf Alurahmen, 3 Elektronik, 8 Kupfererz. Gut, das ist ja alles durchaus machbar. Ja. Ich bleibe aber trotzdem über Nacht hier. Ganz einfach, weil ich da den Respawn der Eisenerze mitnehmen kann. Und würde dann sozusagen von hier aus. Und da kann man was einsammeln. Nach oder mit den Erzen in der Hand. Nach Hause gehen. Hallo. Okay. Ja, ansonsten. Wo denn sonst noch irgendwas hier? Was wir mitnehmen können oder was wichtig wäre? Ja, mal gucken, vielleicht können wir das Hartholz ja schon mal ernten. Holz. Normales Holz. Ich weiß, du passt hier nicht durch. Tja. Was zu essen? Ups, bin hier los. Ey, ist sogar eine Höhle. Guck mal. Ist das nicht cool? Erstmal brauchen wir. Ey. Sind die nicht putzig? Ja, ich lasse euch doch schon in Ruhe. Noch mal welche. Ich habe kein Futter einstecken. Tut mir leid, Freunde. In dem Fossil haben wir irgendwo ein besseres Licht. Nee, ne? Sind ja wirklich Insekten drin. So, hier ist noch Kohle. Ja, Freunde.
Plan steht fest. Ich übernachte hier und sammle morgen hier Eisenerz ein und wir treffen uns dann morgen zu Hause. Oder mal schauen, irgendwo unterwegs. Vielleicht auch hier schon wieder. Mal gucken, wie ich es von der Zeit her schaffe. Und dann bauen wir uns morgen den Funkturm. Bin da ja echt mal drauf gespannt, was das für ein Gerät wird. Ja. Zum Chromeisöl, falls ihr eine Idee habt von euch oder nicht, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich wäre nicht geneigt oder nicht abgeneigt zu wissen, wieder was. Also vielleicht nicht schreiben, ja, das ist das und das ist findest genau dort und dort, aber eine kleine Info drüber. Vielleicht bin ich auch an irgendwas vorbeigerannt oder habe irgendwas verpasst. Ja. Also dann, bis morgen in alter Frische. Tschüssikowski und bye bye.